Ihr seid ein wahrer Künstler im Beseitigen der Diener des Todes. So. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Okay, dann warte mal. Ich brauche Geisteskraft. Okay. Auch noch einer. So. Ihr verlangt das Unmögliche. So. So. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Plan. Kains Schicksal. Ein Set-Plan haben wir gefunden. Oh. Sehr schön, sehr schön. Ne? Gut. Fettbahn ist ja cool. So. Was war das? Das war Urzael. Wer? Urzael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. So scheint es. Kehren wir zur Enklave zurück und sehen, ob Tyrael mehr über den Splitter erfahren konnte. Oh ja. Kehrt zur Enklave zurück. Okay, das machen wir. Mhm. Ja, jede Menge zu erzählen hier. Wir machen erst nochmal den Plan. Oh, oh. Den wollen wir natürlich mal sehen, was wir da gekriegt haben. Keine Erinnerung. Okay, das ist Königsstufe 23. Hm, okay, das haben wir jetzt leider nicht, aber... Oh, aber das ist ganz schön teuer. Wo ist 86, 21? Okay. Okay, gut. Weil wir gerade schon da sind, dann zerhacken wir die mal. Genau. Dann tun wir das wieder hier rein. So. Da haben wir noch. Jetzt haben wir noch ein paar Kristalle noch ein bisschen machen. Weil wir haben ja auch welche gefunden. Herstellen. Da können wir welche herstellen. Da können wir zwei herstellen. Wunderbar. Ah, da können wir auch einen herstellen. Wunderbar. Das hätten wir. Da können wir auch zwei herstellen. Da können wir einen herstellen. Wunderbar. Da können wir einen herstellen. Wunderbar. Da können wir wieder einen. Oh, es geht immer weiter höher. Wow.
Das war's, okay. Da können wir zwei draus machen. Da können wir dann einen draus machen. Da können wir noch einen machen. Oh, also das ist wunderbar. Okay, das war's. Tun wir die Kristalle wieder zurück und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wer alles, was wir hier wollen, jeder was uns zu erzählen. Jeder will uns was erzählen, so rum. Okay, wo fangen wir an? Fangen wir bei dem guten Herrn mal an. Oder? Ah, wir fangen mal hier an. Meine Bibliothek ist nicht weit von hier entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen, als ich den Kampflärm in den Straßen hörte. Ich habe die Türen versperrt und bin durch das Hinterfenster entkommen. Doch für meinen offiziellen Bericht werde ich mir wohl etwas Spannenderes zurechtlegen müssen, nicht wahr? Ja, was haben wir hier? Oh, Geschichte vom Westmark, Teil 3. Nach Corellans Tod ging die Krone aufgrund einer etwas verworrenen Interpretation der heiligen Schriften der Zakarum an Justinian den Ersten, womit die Justinianische Dynastie begründet wurde. Da viele die Familie als Thronräuber sahen, wurde der Herrschaftsanspruch des Hauses Justinian beinahe ständig in Frage gestellt. Während der Herrschaft von Justinian dem Dritten brach in der entlegenen Region von Cartolus schließlich eine ausgewachsene Revolte aus. Okay. Ihr kennt die Legende der Gruft von Rakis, oder? Sie ist bis heute nicht gefunden worden. Die meisten Gelehrten glauben, dass sie unter Westmark liegt. Doch ich vermute, sie ist außerhalb der Stadt. Rakis war schließlich ein schlauer Mann. Okay, dann Sophia. Hi Sophia, gerettet. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Es war das Mindeste, was ich tun konnte. Jeder hätte an meiner Stelle das Gleiche getan. Aber ihr hättet auch einfach vorbeirennen können. Ja, eben. Okay, dann hier. Osman? Was streckt ihr euch so an? Tausende sind tot. Was zählen da noch ein paar Dutzend mehr oder weniger? Ja. So, dann... Millie? Die Engel? Sind es wirklich Engel, die all dies angerichtet haben? Ich verstehe nicht. Warum nur? Eine Gruppe Engel ist hierfür verantwortlich. Ich werde sie vernichten. Gut. So, dann... Lord Wilmillion. Es ist doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich zeichnet. Die Armen und Bettler haben diese Kreaturen heraufbeschworen, um Westmark zu erobern. Okay. Mutter hat mich schon von jeher vor den Armen gewarnt. Sie wollen meinen Reichtum, aber dafür zu arbeiten, käme ihnen nie in den Sinn. Und nun haben sie eine Armee des Todes erschaffen. Ha, wenn ich einmal König bin, werde ich ihnen Manieren beibringen. Ah ja, okay. Ah, noch was. Wir werden doch nicht etwas sterben. Sagt, dass wir nicht sterben werden. Ich will meine Seele behalten. Jetzt kriegst du... Jetzt hast du die Hosen voll, hä? Eieiei. So, reden, genau. Erster Ärger. Ich glaube es nicht. Mein bester Hammer ist nicht mehr da. Und er wird ja wohl kaum von allein hier herausspaziert sein, nicht wahr? Einer der Männer braucht einen Hammer. Er versprach, ihn zurückzubringen. Dummer Bursche, den sehe ich nie wieder. Es tut mir leid, Hedrick. Geh mir aus den Augen. Oh je. Reflexionen. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Okay. Dann eben nicht. Dann der Hindere. Ja. Lord Harold Snowball. Das bin ich. Harold der Ruhelose. Du bist doch von der stillen Sorte, Serena. Schleich zurück und sichere einen Teil unserer Ersparnisse. Aber auf den Straßen wimmelt es doch von diesen schrecklichen Kreaturen.
Und genau aus diesem Grund musst du gehen, Schatz. Du fällst niemandem auf. Okay, der will anscheinend nicht selber gehen. Was haben wir hier? Der Templer hat noch was zu sagen. Reden. Der Großmeister. Ich habe gehört, dass sich der Großmeister persönlich in Westmark aufhält. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass ich ihn finde und mit ihm spreche. Ich werde ihm von den Sünden berichten, die sein Orden begeht. Es scheint mir nicht wahrscheinlich, dass er davon nichts weiß. Nein, ihr habt Unrecht. Meine erste Erinnerung als Templer ist an ihn, wie er mir Mut zusprach und mich im Orden willkommen hieß. Ich habe ihm in die Augen gesehen. Er ist ein guter Mann, das weiß ich. Okay, der Schuft. Ah ne, wir tun erst mal den Templer. Heute werde ich erfahren, wie weit die Korruption des Ordens reicht. Wenn ihr untätig bleibt, macht ihr euch an ihrem Schwindel mitschuldig, Cormac. Ich werde das Richtige tun. Auch wenn ich mich meinem gesamten Orden entgegenstellen muss. Ich könnte einen guten Freund an meiner Seite gebrauchen. Ich werde hier an eurer Seite sein. Okay, das würde ich sagen, wir nehmen das mal an. Dies ist eine unserer Festungen. Bald werde ich meine Antworten bekommen. Haltet euch bereit, Cormac. Okay. Gut, dann machen wir das mal. Also, sehr interessant. Cormac, jeder sagt, dass ihr geholfen habt, Asmodan und Belial zur Strecke zu bringen. Sie nennen euch den größten aller Templer. Es freut mich ebenso, euch zu sehen, Bruder. Aber ich bringe schlechte Nachrichten über den Orden. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Ihr habt Glück. Er befindet sich hier. Die Befehle lauten, dass wir euch bei eurer Rückkehr augenblicklich zu ihm schicken sollen. Nehmt dies an euch. Es ist die neue Proklamation des Großmeisters. Okay. Wow. Ihr habt uns alle mit Stolz erfüllt. Okay. Diese Proklamation des Großmeisters. Er verurteilt sich selbst. Gesteht seine eigene Schuld ein. Wie konnte ich all dies nicht erkennen? So, die Tür rein. Der Tag der Abrechnung ist gekommen. Aus der Asche von Westmark werden wir auferstehen und die Menschheit in ein neues Licht führen. Tausende von Rekruten werden sich uns anschließen. Jeder Bürger, ein neuer Templer im Dienste unserer Sache. Die Inquisitoren werden sie läutern und zu einer unaufhaltbaren Macht schmieden. Okay, dann hier noch weiter, ein bisschen kaputt hauen. Upsa. Wir wissen, dass ihr nichts mit Yondars Verderbnis zu tun hattet, Cormac. Ihr seid ein Held. Okay, nur Schrott drin. Hier rein. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Und das verdanken wir nur euch. Kriegt mir meine Peitsche. Es wird Zeit, diesen Initiaten zu läutern. Sehr interessant mit dem Templer. Sehr interessant. Also, bin gespannt. Hört auf! Wie könnt ihr dies euren eigenen Brüdern antun? Wir segnen sie mit der Wahrheit, so wie wir auch euch gesegnet haben, Cormac. Aber wenn der größte aller Templer sie freilassen möchte, dann soll es geschehen. Wir wurden beauftragt, euch unverzüglich zum Großmeister zu bringen. Folgt mir. Wenn das keine Falle ist. Cormac, das leuchtende Beispiel eines wahren Templers. Kommt, wir haben viel zu besprechen. In der Tat, Großmeister. Ihr habt uns alle verraten, schon von unserem qualvollen Aufnahmeritus an. Diese Härte war notwendig. Für den Aufstieg der Menschheit war ich bereit, die Dinge zu tun, die niemand anderes tun wollte. Die Last meiner Taten wiegt stets schwer auf mir. Seid ihr bereit, ein ähnliches Opfer zu bringen, Cormac? Werdet ihr mir zur Seite stehen und mir als Großmeister nachfolgen, wenn es soweit ist? Ich brauche euch. Doch, ich... Nein.
Eure Macht hat euch wahrhaft in den Wahnsinn getrieben, wenn ihr denkt, ich würde euch helfen, über die Menschheit zu herrschen. Das erfüllt mich mit großer Traurigkeit, mein Sohn. Es tut mir leid. Tötet ihn. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Okay. Haben wir vielleicht hier was Interessantes noch? Rückkehrportal. Okay, wir wollen ja nicht zurück. Wir wollen ja hier weitermachen. Oh. Was haben wir hier? Aufzeichnung des Großmeisters. Jeder Mensch kommt mit einem Makel zur Welt. Die Geschichte beweist, dass gute Menschen stets der Versuchung erlegen sind. Obgleich es schmerzhaft ist, gibt es nur eine Antwort. Wir müssen die Gedanken unserer Rekruten läutern, damit sie niemals dem schändlichen Einfluss der Dämonen erliegen können. Und auch nicht der blinden Selbstgerechtigkeit der Engel. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ah, da ist schon jetzt der Endgegner. Der Großmeister natürlich. Ich habe mein Leben einer Lüge verschrieben. Mein ganzes Leben. Alles war im Dienste eines Wahnsinnigen. Ich schwöre, jeder Templer, dem ich begegne, wird von den Lügen des Ordens befreit werden. Und falls sie sich weigern, so werde ich gezwungen sein, sie umzustimmen. Sie werden euch Glauben schenken. Ich weiß es. Wow. Wow. Echt wow. So. Dann geht's hier wieder zurück. Oh, eine Kiste haben wir hier. Schön. Alles schön mitnehmen. Wunderbar. Und dann gehen wir wieder zurück.